Die Schweiz hat enorm viel Infrastruktur, die schon gebaut ist. Und diese Struktur, die muss erhalten werden, die muss noch Jahrzehnte ihre Arbeit verrichten können. Das ist ein relevanter Beitrag, den wir hier im Bauingenieurwesen leisten können. Seit ich das studiere, schaue ich die Gebäude oder die Tragwerke anders an, auf ihren Aufbau, auf die Funktionsweise. Es hat angefangen mit einer Bauzeichnerlehre. Es war dann aber doch sehr naheliegend, dass ich schlussendlich das Bauingenieurstudium mache. Also ich glaube, die grosse Faszination ist das Rechnerische, das Physikalische und das Verständnis, wie ein Tragwerk funktioniert. Wir sind an der Front, wenn es darum geht, was ist die Leistungsfähigkeit der Materialien, wie kann man mit naturwissenschaftlichen Grundgesetzen das Tragwerksverhalten modellieren. Der Antrieb ist, dass man neue Materialkombinationen entwickeln kann, sodass die Bauelemente immer dünner werden, Brücken, die eine größere Schlankheit haben können. Es geht sehr darum, nicht nur die fachliche Kompetenz auf die Studierenden zu übertragen, sondern eine grosse Methodenkompetenz. Das heißt, die Studierenden arbeiten in der Forschung mit 50%, die anderen 50% investieren sie ins Studium. Der Vorteil ist, dass man durch diese Arbeit in der Forschung und der Lehre direkt diese Anwendung kennenlernt. Wenn man nur das Studium macht, den Bachelor, und dann in die Praxis geht, dann kennt man nur die Norm und kann diese anwenden. Aber wenn man diese Anstellung hier mit der Forschung hat, dann versteht man auch, wie die Norm aufgebaut ist, was dahinter steckt. Ich möchte Projekte bearbeiten können, wo man am Anfang vielleicht keine Standardlösung hat, sondern wo man an der Grenze ist bei einem rechnerischen Nachweis. Da haben wir die Möglichkeit, zusammen mit den motivierten Nachwuchskräften der Zukunft solche Themen zu bestreiten. Meistens ist es bei unseren Versuchen so, dass wir den Versuchskörper platzieren und mit Hydraulikaggregaten bringen wir die Kraft auf und so nähern wir uns schrittweise eigentlich der Last, bei welcher wir vermuten, dass der Versuchskörper versagt. Es ist eben ein Wettbewerb zwischen mir und dem Versuchskörper. Wir messen die Verformungen und wir zeichnen auch die Risse nach. Und schlussendlich wird dann bis zum Bruch die Kraft erhöht. Einerseits überzeugt mich das Modell, dass wir aus handwerklich oder zeichnerisch geschulten jungen Leuten Ingenieurinnen und Ingenieure ausbilden können. Und dann so Versuche durchführen kann, selber bewähren, selber betonieren. Ich glaube, dass hier an der Hochschule im Bereich Stahlbeton, abgesehen von der ETH, die größte Infrastruktur vorhanden ist. Und die sollte man packen. Diese Möglichkeit, die hat man so schnell nicht wieder. Eine sehr gute Ausbildung, und die empfehle ich jedem, der eigentlich sofort in die Praxis will, aber sich einfach bessere Startmöglichkeiten verschaffen will. Es ist einfach wichtig, dass man den Durchhaltewillen hat und sich ein Ziel setzt und eine Eigenmotivation mitbringt. Der Abschluss hier im Bereich Stahlbeton von Luzern hat einen sehr guten Ruf. Und da werde ich keine Probleme haben, eine gute Stelle zu finden.